Wir würden so gerne alles richtig machen. Umweltfreundlich einkaufen, weniger Plastik benutzen, das Klima retten. Produkte mit grünem Image sind deshalb oft teurer. Aber sind sie auch besser? Ich hätte gerne, dass Sie mir mal aus jeder Produktgruppe jeweils das raussuchen, was Sie für am nachhaltigsten halten und das darüber auf den Tisch räumen. Ah, okay. So. Was ist wirklich umweltfreundlich? Wie zum Beispiel wäre Tomatenpüree ökologisch korrekt verpackt? Tetrapack-Dose Glas. Dann Tetrapack. Okay. Wirklich? Der Herr ist anderer Meinung. Oh, dann. Dose, okay. Oder doch lieber das Schraubglas? Das würde ich mal schon sagen, das Glas, ne? Glas ist besser als... Ja, ich meine, das mit Tetrapack, denke ich mal, eher viel Plastik dran, ne? Drei Personen, drei Meinungen. Wie ist es mit den Müllbeuteln? Bioplastik ist deutlich teurer, aber ist es auch besser? Also hier, dadurch, dass es grün ist, denke ich mal, ist das wahrscheinlich sinnvoller. Da stand 100% biologisch abbaubar. Und 100% kompostierbar. Da habe ich einfach die Biofolie. Aha. Bio klingt irgendwie schon mal. Bio klingt gut. Hier würde dabei stehen, dass sie recycelt. Na, hier steht, dass man es recyceln soll. Und da steht aber, dass es recycelt ist. Ja. Ja. Okay, dann logischerweise. Mehr als zwei Drittel der Deutschen geben laut einer Umfrage bereitwillig mehr Geld aus, wenn sie damit etwas für die Umwelt tun können. Also für mich ist auf jeden Fall ein Argument, wenn Sachen gesammelt werden und wiederverwendet werden können. Das finde ich besser, als wenn das alles nur verbrannt wird. Ist auch nicht so gut. Sind Sie bereit, mehr Geld auszugeben, wenn es nachhaltig ist? Also Sie gucken schon nach, was da drauf steht? Ja, auf jeden Fall. Und sind Sie sich denn dann aber auch immer sicher, dass das so stimmt? Nein. Nein, bin ich nicht. Verloren im Dschungel der Öko-Versprechen. Ist Bioplastik wirklich umweltfreundlicher? Welche Verpackung ist die richtige? Können wir den vielen Labeln vertrauen? Oder wird mit unserem schlechten Gewissen Kasse gemacht? Familie Kling wohnt in Weil der Stadt in der Nähe von Stuttgart und möchte möglichst umweltbewusst leben. Sebastian Kling ist 40 und arbeitet als Ingenieur. Die 37-jährige Sonja Kling ist Diplombetriebswirtin und gerade in Elternzeit. Jakob kommt diesen Herbst in die Schule, der kleine Theo ist 2. Die Eltern möchten ihren zwei Söhnen eine intakte Natur hinterlassen. Hallo! Ein Paw Patrol. Jawohl. Deshalb finden sie es gut, dass die Becher in der örtlichen Eisdiele offenbar irgendwie biologisch sind. Schaut gut aus, aber es ist ja jetzt ein Plastikbecher. Aber bei uns gibt es jetzt hier neue Eisbecher aus Bioplastik. Und finden wir ganz toll und deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Und ich brauche auch Plastikbecher, weil ich pflanze Blumen. Und dann buddelt ihr die sozusagen ein und hofft, dass die dann verrotten. So weit haben wir noch nicht gedacht. Wir müssen sie ja erst mal sehen. Aber sicherlich eine gute Möglichkeit. Er möchte sie auch verkaufen und dann haben wir schon ein nettes biologisches Behältnis. Die Klings geben sich viel Mühe mit dem Thema Nachhaltigkeit. Bio-Lebensmittel, Plastik vermeiden, Müll trennen. Aber oft sind sie unsicher, ob sie dabei immer die richtigen Entscheidungen treffen. Was passiert denn jetzt mit diesem Bioplastik, wenn es leer ist? Also ich meine, er will da jetzt Blumen reinpflanzen, aber die Löffel zum Beispiel, kommen die dann in die Biotonne bei euch? So genau wissen wir das leider gar nicht. Ich glaube nicht, weil es einfach auch zu lang braucht, bis es verrottet ist. Also ich würde es jetzt spülen und dann, weiß ich nicht, in Restmüll oder in Plastikmüll. Großes Fragezeichen. Viele Plastikprodukte gibt es mittlerweile auch in einer vermeintlich grüneren Variante. Eisbecher, Kaffeekapseln, Tüten, Getränkebecher. Auf ihnen steht, dass sie kompostierbar sind, gemäß der EU-Norm 13432.
Eigentlich müsste das doch bedeuten, dass die Biotonne der richtige Ort dafür ist. Das sind jetzt Bio-Müllbeutel. Da steht ja jetzt auch drauf, flüssigkeitsdicht und reißfest, samt Inhalt kompostierbar. Würde man ja denken, dass man die dann, dass man da halt den Biomüll reintut. Ja. Wie handhabt ihr das? Also diese Plastikbeutel nehmen wir eigentlich gar nicht, weil unsere Abfallwirtschaft kontrolliert, ob Plastik drin ist. Fühlt ihr euch denn da gut informiert oder gut aufgeklärt? Nee. Nicht wirklich. Unser Wille ist da, aber aufgrund von fehlenden Informationen weiß man dann doch nicht, was tun. Die umweltbewussten Klings trinken nach dem Eis einen Filterkaffee und kochen das Wasser dafür energiesparend im Wasserkocher. Meistens jedenfalls. Da sehe ich jetzt aber auch ganz böse unökologische Kaffeekapseln. Ja, das ist richtig. Das sind noch Altlasten, sage ich mal. Nutzen wir eigentlich nur noch ganz selten im Monat, wenn die Schwiegermutter kommt oder der Onkel. Die gäbe es ja theoretisch auch in so kompostierbaren Kapseln. Das ist richtig, das habe ich schon probiert, allerdings packt es die Maschine nicht. Aber es war zumindest offensichtlich ein Gedanke, den ihr euch gemacht habt, dass ihr das nicht so gerne wolltet. Also das schon. Sebastian Kling hat vom örtlichen Abfallwirtschaftsamt gehört, dass Bioplastik nicht in die Biotonne darf. Warum eigentlich nicht, wenn es doch kompostierbar ist? Ich möchte herausfinden, was passiert, wenn man Bioplastik verrotten lässt. Für mich bedeutet kompostierbar, dass das Material sich zersetzen müsste. Also packe ich eine ganze Reihe von laut Aufdruck kompostierbaren Materialien in feuchte Erde. Bioplastik, aber auch Becher und Mülltüten aus Papier und eine kompostierbare Kaffeekapsel. Ich will ausprobieren, ob das alles wirklich verrottet. 4 Monate lang lagere ich meine Testgefäße bei Zimmertemperatur und feuchte sie regelmäßig nach. Für Bioplastik gibt es keine eindeutige gesetzliche Definition. Unter den Begriff fällt zum Beispiel Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Zuckerrohr. Aber auch Plastik aus Erdöl, das dann aber durch Mikroorganismen zersetzbar sein muss. Bio klingt ja immer gut. Aber ist das bei Plastik wirklich ein Vorteil? In Hamburg besuche ich die Verpackungsexpertin Carolina Schweig. Sie berät seit 25 Jahren Unternehmen bei der Suche nach nachhaltigen Verpackungslösungen. Sie müsste ja wissen, ob Bioplastik besser ist. Da ist kein ökologischer Vorteil. Die können auch ungünstiger sein. Warum? Also warum einfach von der Herstellung? Also laut dieser Studie, das Umweltbundesamt hat sich damit beschäftigt und hat einen Vergleich gemacht und hat festgestellt, Biokunststoffe sind nicht per se günstiger, Nummer eins. Nummer zwei, gibt es zunehmend die Beschwerden aus Ländern, wo sehr viel Biokunststoff gebraucht wird, wie zum Beispiel so Italien, Südtirol, dass man dort feststellt, dass der hohe Anteil an Biokunststofftüten im Nassmüll, also im Restmüll, zu wenig Kalorik, also zu wenig Brennwert bringt und die dann wieder gegenheizen müssen. Moment, wieso Brennwert? Warum werden Biokunststofftüten überhaupt verbrannt? Auf der Packung steht doch kompostierbar. Während mein Bioplastik zu Hause vor sich hin modert, möchte ich herausfinden, wie professionelle Kompostieranlagen mit dem Bioplastik klarkommen. In Backnang verarbeitet das Abfallwirtschaftsamt Rems-Murr seine Bioabfälle. Mit Betriebsleiter Gerald Balthasar sichte ich den frisch angelieferten Biomüll und finde gleich im ersten Haufen einen Plastiksack. Das ist jetzt so ein Bio-Beutel, ne? Das steht, das jawohl, genau, das können Sie erkennen an diesem Keimlingssymbol. Das sind biologisch abbaubare Tüten, diese sogenannte BAW-Beutel. So, also das kaufe ich ja jetzt als Kundin und benutze das für meinen Biomüll, weil ich denke, da kann ich den reinschmeißen, dann kann ich das in die Biomülltonne geben, dann verrottet es. Verrottet das denn bei Ihnen? Nur zum Teil. Das ist ein Störstoff, den muss ich einfach aussortieren. Das wird dann in so einer Biomassenanlage verbrannt. Ich erfahre, dass es sich beim Sortiervorgang nicht unterscheiden lässt, ob es sich um einen Bioplastikbeutel handelt oder um einen aus herkömmlichem Kunststoff. Deshalb wird alles, was nach Plastik aussieht, aussortiert und landet direkt in der örtlichen Müllverbrennung.
Also im Prinzip passiert mit der Tüte das, was passiert wäre, wenn ich das von vornherein in den Restmüll geworfen hätte. Das hätte ich mir also alles sparen können, die Trennerei, wenn ich es dann in so eine Tüte tue. Das ist richtig. Ein Beutel, der ausdrücklich Biokompost-Müllbeutel heißt und trotzdem nicht in den Biomüll darf? Wer soll sich da auskennen? Aber würde Bioplastik überhaupt verrotten? Nach dem Sortieren zersetzen Bakterien in den Vergärungsreaktoren 2 Wochen lang den grünen Abfall. Danach kommt das Material in diese Rotteboxen und wandelt sich in weiteren 2 Wochen zu Kompost. Am Ende wird nochmal ausgesiebt. Und wieder stoße ich mit dem Betriebsleiter auf Bioplastik. Es war beim ersten Sortieren durchgerutscht. Hier beispielsweise haben wir auch die Folien. Das ist so eine biologisch abbaubare Folie. Ist dieses Material halt noch übrig nach 4 Wochen. Also man kann nicht von vollständiger Abbaubarkeit sprechen. Und da Sie das Material nicht trennen können, geht das Ganze in eine thermische Anlage und wir müssen was zuzahlen. Da blutet mir ehrlich gesagt das Herz, weil dieses Material könnten wir noch sehr gut verwerten und im Kreislauf führen. Aber durch diese Kondensation mit diesen vielen Plastik- und Fehlwürfen und Folien ist es leider nicht möglich. Weil der Aufwand, dieses Material noch mal zu trennen, steht in keinem Verhältnis dann hinterher zu dem Erlös. Beim Ausgesiebten finde ich auch etwas, was es gemäß der Herstellerwerbung gar nicht geben dürfte. Ja, das ist meiner Ansicht nach so eine Recyclingkapsel. Ja, da haben Sie 100% recht. Kaffee wäre ja toll eigentlich, oder? Kaffee ist sehr gut kompostierbar. Das können wir in Reinform auch unproblematisch abbauen. Aber wenn es faktisch in der Kapsel dann drin ist und die eben nicht sich zersetzt, dann haben wir ein Problem damit. Und Sie sehen, der Kunststoff ist zwar angefressen sozusagen von den Mikroorganismen, aber eben nicht zurückgebaut. So wie die Anlage in Backnang arbeiten praktisch alle Kompostierbetriebe in Europa. Deshalb darf Bioplastik bei uns generell nicht in den Biomüll. Aber wenn das Material kompostierbar heißt, dann muss es doch irgendwie abbaubar sein. Nach 4 Monaten beende ich meinen Heimkompostierversuch. Immerhin 4-mal länger, als der Biomüll des Rems-Murr-Kreises verrottet. Doch auch nach dieser Zeit finde ich noch eine fast unversehrte Kaffeekapsel aus angeblich abbaubarem Bioplastik. Die Schnipsel der Papiertüten und Becher sind spurlos verschwunden. Die Bioplastiktütenstücke hingegen haben sich in 4 langen Monaten kein bisschen zersetzt. Wie kann es sein, dass Hersteller damit werben dürfen, ihr Produkt sei kompostierbar, wenn es das in der Praxis gar nicht ist? Das Problem ist die EU-Norm 13432. Die besagt, dass Plastik kompostierbar heißen darf, wenn es in industriellen Großanlagen in maximal 6 Monaten zu 90% verrottet. Doch solche Anlagen gibt es in Europa praktisch nicht. Und auch 10% Restplastik wären für verwertbaren Kompost noch zu viel. Wozu existiert eine Norm, die gar nichts Anwendbares normiert? Muss mich der Gesetzgeber nicht vor dieser Art Etikettenschwindel schützen? Ich treffe Vivien Lohnela, Sprecherin der EU-Kommission. Uns ist das wohl bewusst. Wir überarbeiten gerade unsere Gesetze und überprüfen diese Norm, um sicherzustellen, dass sie die vorhandenen Anlagen in den Mitgliedstaaten berücksichtigt. Ich frage mich, warum überhaupt so eine Norm verabschiedet wird. Es war doch völlig klar, dass es keine entsprechenden Anlagen gibt. Ist das nicht eine Einladung an die Hersteller zum Greenwashing? Die Gesetze sind in Arbeit. Wir nehmen die Rückmeldungen der Verbraucher und der Interessengruppen ernst und wir arbeiten daran, das im Rahmen der Abfallgesetzgebung zu revidieren. Biobauer Martin Häusling sitzt für die Grünen im EU-Parlament und kümmert sich dort um Umweltschutz. Er hält die komplette Bioplastiknorm für Etikettenschwindel. Man muss leider sagen, dass mit dem Begriff Bio an dem Punkt halt wirklich Verbrauchertäuschung betrieben wird. Das hat mit Bio ja im Wesentlichen nichts zu tun. Es ist ein gutes Marketing-Segment. So, jetzt
läge es ja in der Hand des Gesetzgebers, also in dem Fall eigentlich der EU, sozusagen dafür zu sorgen, dass es eine Norm gibt, mit der man auch tatsächlich was anfangen kann. Also dass da entweder tatsächlich eine Norm ist, die dafür sorgt, dass man es wirklich kompostieren kann, oder wenn man das nicht kann, dann braucht es doch diese Norm eigentlich gar nicht erst. Der Ansatz, dass wir jetzt auf kompostierbares Plastik gehen, ist nicht der richtige Ansatz. Denn im Wesentlichen bestehen auch diese Produkte zu 70% aus Erdöl. Ich denke, wir müssen eher dahin kommen, dass wir die Recyclingquote viel höher schrauben. Denn das ist ja im Moment eigentlich das Problem, dass viele Plastiksachen am Ende verbrannt werden. In deutschen Haushalten fallen im Jahr rund 5 Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen an. Das sind über 60 Kilogramm pro Person. Nur etwa ein Drittel der eingesammelten Kunststoffe wird tatsächlich recycelt. Der Rest geht direkt vom gelben Sack in die Müllverbrennung. Zum Beispiel, weil er aus Verbundmaterialien besteht, die sich nicht trennen lassen. Bioplastik ist auch hier ein Problem. Es gibt dafür im Moment keine Verwertungskreisläufe. Es wird deshalb direkt verbrannt. Und was nicht in der Wertstoffsammlung landet, wird bei der Recyclingquote sowieso gar nicht erst mitgezählt. Man zählt sozusagen das, was im gelben Sack liegt. Das wird dann auch bewertet. Aber was ansonsten in den Restmüll geht oder irgendwo sonst landet, am schlimmsten Fall sogar in der Natur, das wird gar nicht erfasst. Am Ende landet gut 90% des Plastiks in der Verbrennungsanlage. Den höheren Preis für Bioplastik kann ich mir also getrost sparen. Aber was kaufe ich stattdessen, wenn ich etwas gegen den Plastikmüllberg tun möchte? Bei meinen Recherchen stoße ich auf Bambus. Im Internet werben zahlreiche Anbieter damit, dass das eine tolle Alternative sei. Aus nachwachsendem Rohstoff und auch wieder biologisch abbaubar. Stimmt das? Mit meinen Fundstücken aus dem Netz besuche ich das Chemische Veterinär- und Untersuchungsamt Stuttgart. Laborleiter Malte Glüder hat die laut Hersteller biologisch abbaubaren Teller und Becher aus Bambus untersucht. Das wird vermarktet als plastikfrei, aus Bambus, besonders ökologisch. Und wenn ich das jetzt aber mal so anfasse, muss ich ehrlich sagen, also anfühlen tut sich das alles für mich wie Plastik. Diese Becher bestehen anteilig aus Bambus. Da ist vielleicht auch ein Teil Maismehl drin. Es ist aber immer auch ein Großteil Melamin drin. Und das ist erstmal ein recht robuster Kunststoff. Bambus pur, etwa in Wattestäbchen, wäre tatsächlich kompostierbar. Im Verbund mit Melamin jedoch funktioniert das nicht mehr. Auch dieses Material darf auf keinen Fall in den Biomüll. Und es gibt noch ein Problem. Problematisch wird es, wenn dieser Kunststoff heiß wird und gegebenenfalls mit Säure in Kontakt kommt, dann setzt er sich in seine Bestandteile. Das ist eben das Melamin und das ist das Formaldehyd. Beides sind gesundheitlich bedenkliche Stoffe. Kaffee ist heiß, Kaffee ist sauer. Das heißt, wenn ich da meinen Kaffee reinfülle, trinke ich Formaldehyd. Genau, Sie haben einen gewissen Anteil an Formaldehyd, Sie haben einen gewissen Anteil an Melamin, der aufs Lebensmittel übergeht. Die Frage ist immer, wie viel. Dafür gibt es europäische Grenzwerte. Und je länger so ein Becher im Gebrauch ist, und das ist ja der Sinn bei nachhaltigen Mehrwegbechern, desto mehr geht einfach ins Lebensmittel über. Also je nachhaltiger ich mich verhalte, indem ich diesen Becher immer wieder verwende, desto eher gefährde ich dann sogar meine Gesundheit. Ob es bis zu einer Gesundheitsgefährdung kommt, ist im Einzelfall zu prüfen. Aber natürlich sind das immer Substanzen, die wollen wir einfach nicht in unseren Lebensmitteln haben. Ich staune. Darf man so etwas tatsächlich in der EU verkaufen? Es gibt im europäischen Lebensmittelrecht auch eine Verordnung über Kunststoff und welche Bestandteile in dem Kunststoff enthalten sein dürfen. Und da ist der Bambus nicht gelistet. Und damit gilt, dass Bambus in Kunststoffprodukten für den Lebensmitteleinsatz grundsätzlich nicht zulässig ist. Das heißt, diese Gegenstände, egal ob sie die rechtlichen Grenzwerte einhalten, sind so nicht verkehrsfähig. Also eigentlich darf ich sowas gar nicht verkaufen? Nach aktueller Rechtsauslegung der Behörden nicht, genau. Aha. Produkte, die es laut Gesetz gar nicht geben darf und die trotzdem im Handel sind. Wie kann das sein? Ich schreibe die Vertriebsplattformen meiner Einkäufe an. Zwei antworten gar nicht erst. Ecoware räumt ein, dass biologisch abbaubar eine Falschinformation sei und ersetzt kurz darauf das Bambusplastik durch Gegenstände aus reinem Bambus. GoPandu nimmt die Bambusplastikteller ebenfalls aus dem Sortiment. Ecobo, Hersteller von Bechern und Tellern für Kinder, schreibt mir: Unsere Produkte sind lebensmittelsicher. Die Bambusplastikware wird weiterhin vertrieben. Für mich ist es nur ein schwacher Trost, dass nach meiner Anfrage zumindest ein paar der Produkte vom Markt verschwunden sind.
denn es gibt schon wieder neue Ökoschummeleien. In Malte Glüders Labor landen mittlerweile auch Becher aus Reishülsen oder aus Stroh. Im Verbund mit Melamin sind die genauso wenig recycelbar wie das Bambusgemisch. Da kann ich eigentlich dem Verbraucher nur mit auf den Weg geben, wenn es aussieht und sich anfühlt wie Kunststoff und auch so klingt, dann ist es in der Regel auch Kunststoff. Zurück bei Familie Kling in Walderstadt. Plastik komplett zu vermeiden ist gar nicht so einfach, wenn man Kinder hat. Aber zumindest beim Lebensmitteleinkauf sucht Sonja Kling immer nach Alternativen und gibt dafür dann auch deutlich mehr Geld aus. Wir haben es aktuell beim Thema Nudeln. Die gibt es in der Papierverpackung. Ich glaube, an die 3 Euro im Vergleich zu der Plastikverpackung für 70 Cent. Also ich kaufe dann schon lieber gern die in Papierverpackung. Der 6-jährige Jakob holt für uns ein weiteres Beispiel. Tiefkühlgemüse gibt es bei Familie Kling immer plastikfrei. Isst du gern Spinat? Ja. Also die ist jetzt bei euch im Pappkarton, Tiefkühlware, sowas gibt es prinzipiell ja auch in der Plastikfolie. Ja. Also wenn wir die Wahl haben, dann entscheide ich mich immer für Papier und Karton. Spinat oder Himbeeren. Weil ihr dabei ein besseres Gefühl habt. Ja. Liegt Sonja Kling mit ihrem Gefühl richtig? Ich möchte herausfinden, ob Papier tatsächlich besser ist als Plastik. Beim Tiefkühlriesen Froster darf ich einen Blick in die Fertigung werfen. Die Firma bemüht sich seit langem um ökologisch sinnvolle Verpackungen. Noch werden die meisten Produkte hier im Plastikfolienbeutel vermarktet. Der hat 2016 immerhin den Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen, weil er leicht, umweltfreundlich bedruckt und gut recycelbar ist. Wir sind super zufrieden mit dem Folienbeutel. Der ist aus einem Monomaterial, Design für Recycling, alles sehr gut. Und trotzdem haben wir uns gesagt, wir würden in der Zukunft gerne Plastik reduzieren. Und haben uns vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, mal zu überlegen, in welche Richtung es gehen könnte und sind dann auf Papier gekommen. Ich nehme mal an, dass das was ist, was auch bei Ihrer Kundschaft gut ankommt, oder? Also so gefühlt ist ja Papier immer weniger böse als Plastik. Ja, also die ersten Produkte haben wir im Markt. Wir haben jetzt 4 Produkte im Markt im Papierbeutel und die verkaufen sich deutlich mehr. Also über 50% ist der Verkauf angestiegen. Aber ist der neue Papierbeutel wirklich ein Fortschritt in Sachen Ökologie? Wo doch schon der Folienbeutel so nachhaltig war. Verpackungsexpertin Carolina Schweig hat die Ökobilanz der alten und neuen Tiefkühlbeutel analysiert. Wenn wir den Wasserverbrauch, die Klimagase, die damit verursacht werden, betrachten und den Ressourceneinsatz, also wie viel Rohstoff brauche ich, um die gleiche Funktion, also einen Beutel für ein Tiefkühlgemüse zu produzieren, ist das ungünstiger als das, was es vorher war. Weil Plastik. Ja, genau. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, aber wenn so ein Papierbeutel in die Natur kommt, dann verrottet er einfach. Und wenn so ein Plastikbeutel in die Natur kommt, dann bleibt er da 1000 Jahre und landet vielleicht im Magen der Walkuh. Viele Leute haben ja das Gefühl, Papier ist irgendwie weniger böse als Plastik. Also Papier prinzipiell ist erstmal genauso ein Chemieprodukt wie Kunststoff. Kunststoffe zu ersetzen durch Papiere befeuert wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Brandrodungen in Brasilien. Das heißt, wir holzen damit oder brennen damit Urwälder ab. Die Fachfrau zeigt mir, wie unsere Sehnsucht nach weniger Plastik Ökotricksereien bei Verpackungen provoziert. Wenn wir dann zum Beispiel so ein Beispiel sehen wie das hier, sieht ganz toll aus, außen ist schon schönes Kraftpapier. Und dann gucken wir hier hinten rein und sagen, da haben wir eine PE-Folie, dann ist diese PE-Folie gegen eine PET-Folie und dann haben wir da noch Aluminium drin und dann ganz außen drum haben wir Papier. Das muss ja alles irgendwie produziert werden. Das sind ja Prozesse, die Energie und Ressourcen binden. Und wenn wir dann auf die Entsorgungsseite gucken, sowas kriegt man natürlich nicht mehr auseinander. Das ist ein guter Brennstoff. Das heißt, bevor ich sowas, was sich von außen anfühlt wie Papier, aber dann unterm Strich doch auch Plastik ist, kaufe ich lieber gleich richtiges Plastik? Genau. Die neue Froster-Verpackung ist zumindest ein reiner Papierbeutel und soll aus zertifizierter Forstwirtschaft stammen.
Aber trotzdem frage ich mich, warum der Tiefkühlhersteller eine theoretisch gut recycelbare Verpackung ersetzt durch ein System, dessen Ökobilanz schlechter ist. Zum einen wollen wir uns so langfristig von Kunststoff verabschieden und zum anderen muss man natürlich auch schauen, was passiert eigentlich in der Wirklichkeit mit dem Material. Und beim Kunststoff ist es so, dass so ungefähr 50% recycelt werden und der Rest wird verbrannt. Beim Papier ist es so, dass 85% recycelt werden und deshalb ist es für uns auch logisch, mehr in Richtung Papier zu gehen. Okay, also wenn sozusagen gewährleistet wäre, dass es für diese Sachen eine vernünftige Recycling-Schiene gäbe, dann wäre das eigentlich für Sie fein, aber Sie haben das halt jetzt nicht. Also wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn es noch besser recycelt werden würde in der Zukunft. Und in Deutschland sind wir bei 50%, gucken wir in die Welt, dann sind wir unter 10%. Ja, und wir müssen uns global damit auseinandersetzen, alternative Verpackungen zu finden. Und deshalb denken wir, dass unser Weg für die Zukunft der richtige ist. Verkehrte Welt, wo eine sinnvolle Verpackung weichen muss, weil wir das Recycling-Thema nicht in den Griff bekommen. Eigentlich gilt in der EU seit Juli 2020 eine Verpackungsrichtlinie mit klaren Vorgaben. Verpackung vermeiden, auf Mehrwegsysteme setzen, recyceln. Warum sorgt die EU-Kommission nicht dafür, dass dieses Gesetz funktioniert? Unser Ziel ist es, 2025 bei einer Recyclingquote von 50% zu sein. Und bis 2030 steigern wir das sogar noch auf 55%. Genau das, was Sie hier ansprechen, haben wir dabei gerade verändert. Künftig werden wir die Mitgliedstaaten bitten, der Kommission nicht die Menge des gesammelten Mülls zu melden, sondern das, was tatsächlich recycelt wurde. Das heißt also, dass Sie mir zustimmen? Im Moment läuft auf diesem Gebiet offensichtlich vieles falsch. Ja, diese Gesetze entstehen erst. Wir haben jetzt eine neue Abfallrichtlinie eingebracht. Die ist verabschiedet. Nun müssen die Mitgliedstaaten die umsetzen. Und wir werden überwachen, dass die nationalen Gesetze diese Ziele korrekt so übernehmen, wie sie auf europäischem Level beschlossen sind. Nun ist es ja der Job der EU, Regeln zu schaffen und zu überprüfen. Bei Lebensmitteln beispielsweise haben wir uns daran gewöhnt, dass Bio ein von der EU geschützter Begriff ist. Wie ist das bei Kosmetik? Viele Hersteller werben damit, dass ihre Shampoos, Cremes und Lotions besonders natürlich sein sollen. Ist zumindest auf diese Aussagen Verlass? Die Verbraucherzentrale Hamburg hat Kosmetikartikel und ihre Werbeversprechen unter die Lupe genommen. Gemeinsam mit Verbraucherschützer Armin Vallée schaue ich mir die Inhaltsstoffe genauer an. Wenn ich jetzt mal hiermit anfange, das eine steht Ginsengcreme Biokur. Da würde ich jetzt als gelernte Lebensmitteleinkäuferin denken, Bio ist Bio. Genau. Bio ist aber bei Kosmetik überhaupt nicht definiert. Ja. Fast jeder kann Bio draufschreiben. Das ist ein großes Problem. Und oftmals haben wir dann synthetische Stoffe drin aus Mineralöl, zum Teil synthetische Konservierungsstoffe. Das ist wirklich ein großes Problem und wird aber natürlich gerne ausgenutzt, weil die Verbraucher Bio als was besonders Gutes in Erinnerung haben bei Lebensmitteln. Aber bei Kosmetik muss das nicht der Fall sein. Unglaublich aber wahr. Bio und Natur sind bei Kosmetik keine gesetzlich geschützten Begriffe. Anders als bei Lebensmitteln gibt es auch keine staatlichen Siegel. Die Hersteller können selbst bestimmen, was bei ihnen als natürlich gilt. Jetzt habe ich hier zwei Produkte, die werben jetzt beide damit, 97% der Zutaten seien natürlichen Ursprungs. Da würde ich ja denken, okay, das bisschen Chemie, was da drin ist, ist dann nicht so schlimm. Aber da muss man auch sehen, dass da oft Wasser dazu gerechnet wird als natürliche Zutat. Es gibt leider einen Standard, der das erlaubt. Und dann haben wir da natürlich das Problem, dass die restlichen 3% oftmals aus Mineralölen, aus synthetischen Grundstoffen bestehen. Die Verbraucher haben da eine klare Vorstellung, dass alles aus der Natur kommt. Aber hier wird mit den Begriffen gespielt und auch mit hohen Zahlen, 97%. Und das ist natürlich ein Ärgernis, weil die Verbraucher da eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Legaler Etikettenschwindel. Einige der so grün aufgemachten Produkte enthalten sogar das berüchtigte Mikroplastik. Nach welchem Begriff müsste ich da jetzt suchen?
Also zum Beispiel Acrylate, dann oftmals Polyverbindungen, okay. PEG. Ist ein typischer Begriff, Polyethylenglykole, das alles sind synthetische Stoffe, die oftmals auf Erdölbasis gewonnen werden. Kann es wirklich der richtige Weg sein, den Herstellern zu überlassen, wie sie nachhaltige Produkte oder Natürlichkeit definieren wollen? Wir fordern vom Gesetzgeber, dass endlich Naturkosmetik, wirklich ein riesen Milliardenmarkt, gesetzlich reglementiert wird, dass wir klare Vorgaben haben, ähnlich wie beim Biosiegel, was man einen Mindeststandard hat, der eingehalten werden muss, dass klar ist, dass da nur natürliche Inhaltsstoffe drin sein sollten. Das würde den Verbrauchern helfen beim Einkauf, weil diese Listen durchzulesen, kann man niemandem zumuten und die meisten verständlicherweise werden es nicht verstehen. Ich besuche noch einmal die Klings in Walderstadt. Die Familie wäre froh über klarere Regeln. Sonja Kling möchte für ihre Lieben gerne nachhaltige Produkte kaufen. Doch sie ist nie so richtig sicher, ob das, was sie kauft, tatsächlich so natürlich ist, wie die vielen Label und Siegel auf der Packung versprechen. Zum Beispiel bei ihrem neuen Shampoo. Was haben wir da jetzt? Ja, wird viel beworben, auch aktuell in unserem Plättchen. Ganz viele Logos sind drauf, Social Plastic. Man hat das Gefühl, da wird noch Gutes getan. Es geht hier auch um Plastikmüll am Strand, der gesammelt wird und für die Verpackung dann eingesetzt wird. Ja. Kauft man mit dem Gefühl, dass man irgendwie was relativ Natürliches hat, auch wenn es eigentlich eine Plastikflasche ist. Ne? Ja. Ich hoffe, der Inhalt und Verpackung, ich weiß nicht, das ist dann vielleicht ja auch wieder, man weiß nicht, um was es eigentlich geht. Man wird zwar so ein bisschen zugeschüttet oder ja, bombardiert mit Siegeln und Logos, aber ja. Social Plastic, gesammelt an Strand und Land. Was bedeutet das? Im Internet finde ich Werbebilder der Firma. Offenbar geht es darum, die Meere von Plastik zu befreien. Sonja Kling findet das prinzipiell eine gute Sache. Wenn man da die Bilder sieht, wenn die Schildkröten irgendwelche Plastiktüten um den Hals haben und da qualvoll verenden, das muss nicht sein. Das darf nicht sein. Okay. Und kauft ihr denn auch gezielt Produkte, wo ihr das Gefühl habt, die sind jetzt, weiß ich nicht, Meeresplastik oder sowas? Ja, also meine neueste Investition oder eine ganz bewusste Entscheidung war eine neue Handyhülle, die eben Meeresplastik sammeln auf Haiti und da dann auch für Familien eine Existenz möglich ist. Das Social Plastic, aus dem Sonja Klings Shampooflasche besteht, scheint auch so eine Art Meeresplastik zu sein, oder? Ich frage beim Hersteller nach und lerne. Social Plastic ist Plastik, das von der lokalen Bevölkerung in Ländern, in denen es noch keine ausreichende Infrastruktur zur Abfallentsorgung gibt, an Land und Strand gesammelt wurde. Dabei wird nicht unbedingt in der Nähe des Meeres gesammelt. Oft gelangt der Plastikmüll über Flüsse in die Ozeane. Daher sind die Zentren eher strategisch verteilt. Ich schaue noch mal nach. Einige dieser Zentren sind mehrere hundert Kilometer vom Meer entfernt. Meeresplastik, das gar nicht im Meer war? Gibt es das öfter? Immer mehr Hersteller werben damit, dass sie Müll aus dem Meer fischen und verarbeiten. Adidas zum Beispiel zeigt in einem Video im Internet, wie die Firma gemeinsam mit der Umweltorganisation Parley vermüllte Gewässer in Garn verwandelt. Aus diesem Garn gibt es Sportbekleidung und Schuhe. Klingt toll. Ich bestelle einen solchen Schuh, dessen Obermaterial aus dem Meeresplastik besteht. Für mich würde das bedeuten, Plastik aus dem Meer. Ist das so? Ich rufe beim Adidas Kundenservice an. Schönen guten Tag, Katharina Schickling. Ich habe hier einen Schuh von Ihnen aus Meeresplastik. Und jetzt würde mich interessieren, was genau das bedeutet. In Partnerschaft mit Parley sammeln wir Plastikmüll, bevor er ins Meer gelangen kann, und machen daraus High-Performance-Sportswear. Und Meeresplastik heißt aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht, dass das Plastik aus dem Meer gefischt wurde, sondern es wird gesammelt, bevor es im Meer landet. Genau, ja. Und wo? Diese Information habe ich leider nicht.
Okay. Also ob das jetzt direkt am Strand eingesammelt wird oder keine Ahnung, irgendwo anders, das können Sie mir jetzt nicht sagen. Nein, diese Information habe ich leider nicht. Ich würde nun doch gerne genauer wissen, wo dieses angebliche Meeresplastik wirklich gesammelt wird. Doch ein Interview will Adidas mir nicht gewähren. Nur schriftlich bekomme ich Antwort. Der Plastikabfall wird an Stränden und in Küstenregionen gesammelt, in Ländern, in denen es kein funktionierendes Recycling-System gibt, wie den Malediven oder Philippinen. Der Abfall wird gesammelt, bevor er ins Meer gelangen kann. Küstenregion bedeutet nicht weiter als 50 Kilometer vom Meer entfernt. Also eher Plastik aus einem Land mit Küste? Zudem ist Prime Blue, das Obermaterial meines Schuhs, offenbar doch nicht komplett aus dem eingesammelten Müll. Prime Blue ist immer zu 100% recycelt und enthält mindestens 50% Plastikabfall aus Küstenregionen. Dieser Abfall besteht vorwiegend aus PET-Flaschen. Für das Obermaterial meiner Schuhe sollen 10 Plastikflaschen recycelt worden sein. PET-Flaschen irgendwo in Asien einsammeln und daraus Schuhe herstellen. Ist das überhaupt sinnvoll? Für den Umweltverband WWF beschäftigt sich Andrea Stolte seit Jahren mit der Vermüllung der Meere. PET-Flaschen wären viel besser in Pfandautomaten aufgehoben, wo sie wiederverwendet werden können. Wenn wir Müll vermeiden können, ist es immer besser, als ihn am Ende aus dem Meer zu fischen. Und wenn wir PET-Flaschen wiederverwenden können, wie wir das in Deutschland ja haben, als Pfandflaschen, ist es auch immer besser, als wenn wir sie recyceln. Ist der Begriff Meeresplastik womöglich eine reine Marketingmasche? Das suggeriert ja, dass es was Gutes ist, wenn wir das Plastik erst im Meer haben, dann wieder rausholen, dann daraus ein Produkt herstellen. Aber das ist nicht so. Wir haben als Deutschland, als Land im letzten Jahr 1 Million Tonnen Plastikmüll immer noch exportiert. Genau in diese Länder, wo ganz viel Müll ins Meer gelangt, weil es die Entsorgungs- und Recyclingstrukturen wie bei uns überhaupt gar nicht gibt. Davon müssen wir weg. Verstehe ich das richtig? Also wenn ich jetzt sozusagen gezielt auf die Suche nach Meeresplastik gehe, kann es sein, dass ich damit sozusagen überhaupt erst einen Markt dafür schaffe, dass man Müll dorthin schafft und den dann als Meeresplastik wieder weiterverwertet. Also dass der sozusagen beliebter ist als der Müll, der bei uns direkt aus der Recyclinganlage käme. Genau. Ganz schön ernüchternd, wie mit unserem schlechten Umweltgewissen Geld verdient wird. Wir sind zurück in Walderstadt. Wenigstens beim Kaffee ist sich Sebastian Kling zur Abwechslung sicher. Filterkaffee ist ökologisch besser als Kaffeekapseln, egal ob aus Alu oder Bioplastik. Aber schon bei der Milch zum Kaffee wird's wieder schwierig. Wenn ich jetzt in meinen Kaffee gerne eine Milch haben möchte, gibt's das? Ja, natürlich. Da haben wir dann den klassischen Tetra-Pack. Okay. Müsste man das nicht eigentlich in der Flasche haben, wenn man es jetzt ganz richtig machen will? Also ich glaube, ganz perfekt kann man nicht sein und auch nicht von heute auf morgen. Wir versuchen es, aber alles ist auch eine Preisfrage. Ja. Und man lernt halt gerade bei der Milch auch immer, dass eigentlich der Tetra-Pack das beste Verpackungsmittel ist. Wird einem zumindest vorgegeben. Hat Sebastian Kling recht? Eigentlich dachte ich immer, Mehrwegflaschen seien die beste Lösung. Doch es gibt tatsächlich eine Studie des renommierten IFOI-Instituts, wonach Verbundkartons oft nachhaltiger seien. Auf den Verpackungen werben die Hersteller mit ihren Öko-Plus-Punkten. Sind Getränkekartons also tatsächlich die bessere Wahl? Ich suche Rat bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin. Thomas Fischer, Leiter für Kreislaufwirtschaft, kennt die Untersuchung. Auftraggeber ist ausgerechnet die Verbundkartonindustrie. Die Frage ist immer, wo kommen die Daten her? Was für Daten werden verwendet? Welche Qualität haben die Daten? Wir haben festgestellt, dass diese vergleichende Ökobilanz die Getränkekartons mit Mehrwegglasflaschen für Saft und für Milch verglichen hat, dass es da haarsträubende Fehler gegeben hat. Und diese Ökobilanz, die muss man sehr, sehr kritisch hinterfragen. Also in Wirklichkeit ist es anders. In Wirklichkeit stimmt es nicht, dass diese Verbundkartons besser sind als die Pfandflasche. Regionale, vielfach wiederbefüllte Mehrwegflaschen sind das Nonplusultra an Klimaschutz, Ressourcenschutz und Abfallvermeidung. Einwegprodukte sollte man meiden, auch den Getränkekarton.
Aber was, wenn es für ein Produkt nur Einwegverpackungen gibt? Zum Beispiel bei eingemachten Tomaten. Ich habe jetzt hier mal Tomaten in verschiedenen Verpackungen mitgebracht und hätte jetzt sozusagen gelernt von meinem Gefühl her, dass Verbundkartons irgendwie schlecht sind, weil die aus so vielen Materialien bestehen. Und irgendwie ist auch bei mir gelernt, Glas ist immer irgendwie besser. Weiß ich jetzt nicht so richtig warum, aber mein Gefühl sagt, Glas ist irgendwie ganz gut. Was wäre denn jetzt hier der beste Kauf? Glas ist natürlich schwer und deshalb sollte das immer dann auch wiederverwendet werden. Einwegglas schneidet da eher nicht gut ab. Dann haben wir die Dose, die ist etwas leichter, aber auch um Metall zu schmelzen, brauchen sie viel Schmelzenergie, die eingesetzt werden muss. Auch das ist nicht besonders umweltfreundlich. Dann haben sie die Verbundkartonverpackung. Die mag etwas geringere Umweltauswirkungen haben als die anderen beiden Verpackungen, aber wirklich umweltfreundlich ist sie auch nicht. Man kann auch diese Produkte problemlos in standardisierte Mehrweggläser abfüllen. Die kennt man für Joghurt. Na gut, aber solange es eben eingemachte Tomaten nicht im Pfandglas gibt, wäre ich dann überraschenderweise in dem Fall mit dem Verbundkarton noch am wenigsten schlecht dabei. Das wäre möglicherweise das geringere Übel. Immerhin sind in der EU seit 1. Juli 2021 bestimmte Einwegplastikartikel verboten. Trinkhalme zum Beispiel oder Wegwerfbesteck. Wie gut sind die Alternativen? Jetzt habe ich mal eingekauft und habe hier im Supermarkt ein Besteckset gefunden. Da steht drauf, hölzernes Besteckset. 100% erneuerbares Rohmaterial. Gucken wir da mal rein. Das fühlt sich auch an wie Papier. Dann habe ich jetzt so eine Holzgabel. So, ist das denn jetzt die Lösung? Ist das besser? Das hat nichts mit Umweltschutz zu tun. Überhaupt nichts. Und das macht nichts besser, weil an dieser Stelle wird Einweg durch Einweg ersetzt. An welcher Stelle? Aber fühlt sich für mich besser an. Also als Kundin denke ich, oh na ja, aber es ist irgendwie alles so Natur. Das Problem ist, das wächst so nicht an den Bäumen. Das muss hergestellt werden. Und das ist selbstverständlich nicht klimaneutral. Und wenn man es auf die Spitze treiben will, dann haben wir, das sehe ich nämlich hier schon, das ist eine Kunststofffolie, die da eingezogen ist. Das heißt, es ist nicht nur Papier, sondern es ist eine Verbundverpackung. Und am Ende ist diese Verpackung nicht mal recyclingfähig. Das heißt, die ist konzipiert für die Verbrennung. Wie sollen wir nachhaltig einkaufen, wenn uns die Industrie immer wieder Mogelpackungen unterjubelt? Warum schützt uns der Gesetzgeber nicht dagegen? Wenn man zum Beispiel sagen würde, bestimmte Plastikarten, die nicht wiederzuverwenden sind oder in Kombinationen stattfinden, wo das Recyceln eigentlich gar nicht möglich ist, dass wir das konkret verbieten. Ganz konkret die Industrie an dem Punkt gesetzlich mit Standards zu belegen. Und das traut man sich einfach nicht, weil man dann sagt, okay, das ist eine Branche, die hat in Europa einige hunderttausend Arbeitnehmer. Also die Verpackungsindustrie ist ja ein wirtschaftlicher Faktor, der wächst ja auch noch. Und da hat man Angst. Wie schade, dass Lobbyinteressen schwerer wiegen als unser Wunsch nach Produkten, die halten, was sie versprechen. Was würden Sie sich denn vom Gesetzgeber wünschen? Wie es geregelt sein müsste, dass Sie sich ein bisschen besser informiert fühlen? Es müsste eine andere Kennzeichnung auf jeden Fall da sein. Dass klarere Dinge draufstehen, dass es vielleicht auch so eine Art Ampel oder sowas gibt. So wie es bei Ernährungswerten jetzt demnächst die Ampel geben soll, eine ähnliche Lösung auch für sowas, dass einem direkt ins Auge springt, warum und weshalb das eine Produkt besser ist als das andere. Die schlechte Nachricht, in Brüssel ist nichts Derartiges in Arbeit. Aber immerhin freut sich die Sprecherin der EU-Kommission über die klar formulierten Wünsche der Kundschaft. Allen ist bewusst, was für ein wichtiges Thema das ist. Und dabei hilft uns eines enorm, wenn in der Presse viel darüber gesprochen wird. Und wenn die Verbraucher Druck ausüben, das führt wirklich zu Veränderungen. Bis die EU irgendwann vielleicht doch noch Gesetze erlässt, die uns wirklich helfen, bleibt nur eins. Weniger Müll ist immer am besten. Denn was uns als nachhaltig verkauft wird, ist in Wahrheit oft nur ein Trick, um mit unserem schlechten Gewissen Geld zu verdienen.